Spot und Ködertest an der Achthuber. Ein recht bekannter Spot, an für sich auch immer wieder gute Köder. Und was liefert der Spot? Was geht hier? Das ist ja immer die große Frage. Was liefern diese alten, bekannten Spots? Vor Wochen war das noch einer der Hotspots für Aralbarbe. Und mit der Köderkombi komplett auf Grill gehen hier im Moment Marmorkarpfen. Zack, zack, zack. Knappe oder gute 10 Minuten jetzt hier und die ersten 6 Marmorkarpfen sind drin. Ich bin relativ klein hier an dem Spot mit nur 1er Haken, also gar nicht so auf diese riesen Brocken aus. Wenn ich jetzt aber weiß, dass hier die Marmorkarpfen reinballern, dann wäre so ein 1-0er, 2-0er Haken auch durchaus eine Möglichkeit. Größere Boilies ranmachen, nochmal vielleicht ein bisschen mehr die Futtermischer anpassen und dann gib ihm. Ja, von der Position her, wie gerade schon gesagt, ich glaube, wenn wir die Koordinaten jetzt hier unten in der Ecke sehen, das sind die bekannten Koordinaten, 51, 85 und dann geht es hier raus in Richtung, ja man sieht es jetzt gerade kaum, die Nacht ist super dunkel, da doch. Da ist er in Richtung zu diesem Baumstamm hier, 17 Meter weit raus habe ich geklippt. Man kann aber auch mal so auf 21 Meter weit raus. Diese zwei Möglichkeiten, sie werden auch immer mal wieder beschrieben und funktionieren auch. Jetzt ist natürlich für mich gerade die große Frage, läuft das in der Nacht auch weiter hier? Also haben die Marmorkarpfen in der Nacht genauso Bock, die Abendstunden über, ja, das hat schon mal funktioniert, da geht auch was. Oder sind die eben nur tagaktiv und wollen in der Nacht gar nicht. Ich war schon ewig nicht mehr auf Marmorkarpfen. Zuletzt hatte ich noch mal ein bisschen an der Sucher probiert. Da war es dann aber auch deutlich, zu wenig los. Und jetzt eben noch mal probiert hier auf Wildkarpfen, Marmorkarpfen. Ich nehme auch Sterlet mit und so weiter. Also ich bin da ganz offen, egal was reingeht. Wichtig ist mir einfach nur, dass ich hier eine Köderkombination habe. Relativ simpel. Und das dann, wie gesagt, einfach mal komplett auf Krill. Krill, eine Kombi, die eigentlich regelmäßig an vielen Gewässern immer mal ganz gut geliefert hat in der Vergangenheit. Und dementsprechend gucken wir mal, ob das auch noch so weitergeht. Genau, einmal hier, das ist die Kombi. Dann ist das auch nochmal mit 18 und 14er Boilies bzw. Pellets. Und hier nochmal die Pellets in 14 und Krill 14, also doch nochmal deutlich kleiner, um hier vielleicht gegebenenfalls auch nochmal wieder die Sterlets anzulocken. Eine andere Möglichkeit wäre, genauso klassisch, genauso basic, sich einfach mal mit einem Tauwurm hier hinzustellen. Ganz, ganz basic, Tauwurm reinhalten, Tauwurm auch einfach einen Köder, ein guter Allround-Köder, der immer wieder gut liefert und ja auch gerade eben hier an der Achthuber ein bisschen was liefern könnte, ne? Von der Futterkombi sind wir natürlich auch komplett hier gerade auf Grill. Ich muss die gleich nochmal ein bisschen nachbauen, weil die jetzt schon leer ist. Ich habe bis jetzt 7-mal Futtermische drin. Also der Spot sollte angefüttert sein. Sonnenblumenkern als Basis, übrigens eine gute Kombi eben auch für Wildkarpfen. Das kann man auch gerne mal testen. Komplett sogar mit Sonnenblumenkern-Pellets bzw. Boilies. Kann man da auch einfach mal komplett auf Wildkarpfen testen. Funktioniert immer mal wieder ganz gut. Und dann hier natürlich Krill rein, getrockneter Krill, schwarzer Krill, also alle Krill-Kombinationen, die es halt so gibt. Lehm, damit das schön nochmal auf dem Grund ist. Auch das immer wieder ganz sexy für Sterlet. Und dann das Ganze natürlich mit rotem Krill auch nochmal als Dip. Also alles komplett heute hier auf Krill ausgelegt. Und jetzt ist einfach die große Frage, jo, ballern hier in der Nacht noch welche rein oder nicht? Oder muss ich tatsächlich bis zu den Morgenstunden hier warten? Na, guck dir das an. Es ist tatsächlich so. Also die Nacht über komplette Flaute. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt, ja, kurz nach 5 oder kurz vor 6 ist es schon. Und es ballert wieder rein. So soll das natürlich. Es kann natürlich gerne auch die Nacht durchballern, aber ja, hat es einfach nicht getan, ne? Also, rausziehen und weitermachen. Mal gucken, was jetzt hier ist. Wenn es jetzt hier gleich der nächste Marmor ist, gehe ich auf jeden Fall, ja, gehe ich auf jeden Fall ein bisschen größer rein.
11 Kilo, 11,9, das schmeckt. Ich gehe mal auf einen 1-0er-Haken und dann gehen wir hier nochmal mit ein bisschen größeren Pellets rein. Nehmen wir mal Ette hier. So, und dann gehen wir hier komplett auf Krill. Krill 18, also schon mal ein bisschen größer, nicht so ganz riesig. Und auch hier Süßwasser-Krill in 18. Und dann bleiben wir hier beim Krill, das passt soweit. Futter ist noch da, das reicht erstmal noch. Siehst du, und da zuppelt es auch wieder los. Das heißt, dann kann ich auch da gleich nochmal ändern. 17 Meter immer noch der Clip. Perfekt. Ja, und man kann echt festhalten, also tagesaktiv von 5 Uhr bis ungefähr 23 Uhr war dann da doch noch ein bisschen Action. Hier ist jetzt ja gerade die Kombi mit den ganz kleinen, nur mit den 14er Boilies oder Pellets. Auch hier gehe ich natürlich nochmal größer rein. Hier nehmen wir mal, boah, soll ich mal ganz groß? Ne, ich bleib mal auf dem 1-0er, ich will ja immer noch ein bisschen Frequenz hier haben. 1-0er, aber trotzdem eben hier auf 18er und bei den Boilies eben auch groß auf 18er. Roter Grill und direkt wieder raus damit. So, zack. Ja, ist nicht so verkehrt. Kann sich also jetzt schon sehen lassen. Aber wie gesagt, wenn man auf Marmorkarpfen geht, dann will man ja wahrscheinlich auch die großen haben. Vorsichtig reingehen. Wenn euer Setup nicht dick und fett ist, also ich sag mal mindestens sowas wie Tagara aufwärts, Wenger am besten, dicke, fette Wenger, vernünftige Karpfenruten, dann kann man hier auch auf die ganz großen gehen. Mit einer HSV würde ich mich hier nicht auf Marmorkarpfen hinstellen. Denn wenn hier einer reinballert mit 30 Kilo, dann hat er einfach richtig Bock. Also die dicken, fetten Marmorkarpfen, die können einfach übelst abziehen. Und ja, die haben dann eben auch so viel Power, dass die einem richtig hier durch die Gegend jagen. Der Spot halt auf der Map, ich glaube, das sollte ja bekannt sein hier. Das ist der klassische Aralbarben-Spot. Das heißt, man brettert mit dem Boot hier einmal komplett durch, legt sich dann hier vorne schön mit Schmackes und mit Schwung einmal hier gegenfahren. Dann kann man auch aussteigen. Na guck, gerade eben schon was Dickeres drauf gemacht und sie gehen auch wieder rein. Ja, und dann ansonsten, wie gesagt, hier auf 17 und 21 Meter. Gucken, wenn was Dickes da ist, dass er nicht nach da oben schwimmt, denn da kann man nicht hinterherlaufen. Wenn also ein großer reingeht, ihn so nach links drücken mit der Rute, damit er nach rechts hin abhaut. Und dann hat man nach da hinten hin richtig viel Zeit, dass man ihn müde drillt. Auch wenn da mal ein dicker Stör vielleicht reingehen sollte oder sowas. Dann auch gucken, dass man ihn halt in Richtung Süden, grob in Richtung Süden, also flussabwärts leitet oder ein bisschen scheucht. Und dann klappt das. Jawollo, und der nächste Marmor. Na guck, 16,3 Kilo. Kann sich doch sehen lassen. Ich bin gespannt, wie das hier geht, weil das jetzt natürlich ein bisschen weit weg ist hier zum Café bzw. zum Fischmarkt. Dauert das natürlich jetzt noch ein bisschen. Ich werde hier noch einfach ein bisschen weiter rumstehen. Schön so halb AFK ein paar Brocken rausziehen. Und wenn ich dann irgendwann einen Preis habe, so hier für die erste halbe Stunde sozusagen jetzt, dann blende ich den hier nochmal eben ein. Und dann haben wir auch einen Preis für die Fische. Und dann sehen wir vielleicht auch, was hier der Einzelne, guck mal hier, der jetzt hier mit 16 Kilo, was der so für einen Preis hatte. Auch nicht schlecht, kann man auch mitnehmen. Also Marmorkarpfen kann man auch mal schön gezielt beangeln, wenn das Setup passt. Aber es scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Ich überlege halt, ob ich jetzt nochmal schön auf Trophy gehe oder nicht. Eigentlich habe ich den Fisch ja schon als Trophy und eigentlich suche ich nur was, wo man ein bisschen Action hat und ein bisschen Frequenz hat. Von daher lasse ich das, glaube ich, hier auf 18er Pellets und Boilies und gehe hier nicht auf die dicken, fetten 25er mit 3-0er Haken. Das brauche ich nicht. Ja, so viel dazu. Petri Ölümilz zieht raus die Brocken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri.